Ich bin Tamara von Morkor. Wir sind nicht mehr ganz auf dem Wacken Open Air. Wir befinden uns nämlich mittlerweile im Landgasthof und neben mir sitzt Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen. Hallo. Hallo Tamara. Ich muss dich aber korrigieren. Ja. Das ist ja die 9. Bühne. Ist ein bisschen neu, ja. Muss ich mir. Ja. So. Und die Bühne wird nicht abgebaut. Also ich bleib das ganze Jahr stehen. Also hoffentlich. Und hier, also wir wollen hier das ganze Jahr mindestens einmal im Monat ein bisschen ja, wackenaffines Programm machen oder Metal oder im weitesten Sinne. Mhm. Und ja, mal sehen, wie das läuft. Okay, interessant. Genau, wir sind ja jetzt hier im Landgasthof, wo die Idee über Wacken entstanden ist. War das hier oben jetzt in dem Raum, wo wir sind, oder war das unten an der Theke? Das war unten am Tresen. Holger vorm Tresen, also am Glas. Und ich hinterm Tresen, ich habe gearbeitet. Und da haben wir mit ein paar Kumpels die Idee gehabt. Genau. Aber nicht hier oben. Hier oben hat der Eigentümer gewohnt. Da sah es auch noch alles ganz anders aus. Wir haben heute jetzt schon den Samstag. Mittlerweile, also Wacken ist 22, ist schon fast wieder vorbei. Am Donnerstag haben wir aber gesehen, wie sich die Tore zum Holy Ground endlich wieder geöffnet haben und wie ihr die Ansage gemacht habt. Und ihr habt super euphorisch dabei gewirkt. Was war das für ein Gefühl für dich in dem Moment? Ah ja, nach den zwei Ausfällen, ich meine, das kann ich dir gar nicht beschreiben, so emotional war das, dass wir die Bands wiedersehen, die Fans wiedersehen, das Dorf wiedersehen, die Crew wiedersehen, die Künstler wiedersehen, also Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Wie geht ihr um mit irgendwelchen Herausforderungen, die während dem Festival passieren, also sowas wie dieses Jahr die verlängerten Zeiten an der Bändchenausgabe oder die Anfahrt oder... Also wir haben unsere Türe fixe in den einzelnen Teams oder die Teams haben Strukturen und dann guckt man, ob man es im Team lösen kann oder ob man es im größeren Kreis machen muss. Wir haben jeden Tag eine Baubesprechung, heißt das, oder wir haben eine BOS-Sitzung, wo die Behörden, Feuerwehr, Rotkreuz und Polizei dabei sind, das Ordnungsamt. Mhm. Und ja, im Grunde ist das in Kommunikation bleiben und checken, wo wir stehen und wenn es ein Problem gibt, versuchen wir es zu lösen. Wie geht ihr dann in Voraussicht auch auf 2023 mit solchen Sachen um, die da irgendwie passieren? Das haben wir ja immer gemacht. Also wir gucken uns an, wie das Feedback ist und dann versuchen wir zu verbessern. Wie sahen jetzt die letzten drei Jahre im Headquarter vom Wacken Open Air aus? Ich kann mir vorstellen, dass es schon eine sehr anstrengende, emotionsgeladene Zeit war für euch. Naja, im Headquarter war saure Gurkenzeit. Also wir saßen alle zu Hause vor den Rechnern und haben versucht, uns irgendwie durch diese Zeit zu retten. Also wir haben das auch in der Firma sehr ernst genommen, haben viel Homeoffice gemacht, werden auch sicherlich noch ein paar Stellen Homeoffice lassen. Also einige Sachen waren ja auch gut. Mhm. Oder man hat das gelernt, wie Zoom funktioniert. Das kann ja auch helfen. Ja, das ist eigentlich so im Grunde das, wie wir damit umgehen. Ihr habt dieses Jahr auf dem Wacken Open Air auch einiges verändert, zum Beispiel Cashless Payment oder den Bühnenaufbau. Was war der Gedanke dahinter, warum ihr das geändert habt? Also eigentlich immer dasselbe. Also wir wollen das Fest weiterentwickeln, wir wollen das Fest besser machen und es geht darum, einen Mehrwert zu schaffen für den Gast, unseren Fan, unsere Family und die Bands. Also darum geht es eigentlich. Mhm. Nicht so kompliziert. Und wie weit seid ihr in den Vorbereitungen für Wacken 2023? Na, hoffentlich weit. Also wenn uns nicht irgendwie der Stein in den Weg gelegt wird, dann war das jetzt ein guter Start. Dann rollt die Maschine wieder. War ja bei der Pressekonferenz auch. Also alle sind motiviert. Wir haben ganz tolle Aussichten für 2023. Morgen geht der Vorverkauf los. Wir haben tolle Bands. Die werden heute Abend um 22 Uhr die ersten announced. Ja, grandios. Also... Ich glaube, wir haben ein tolles Fest gefeiert, also nach so langer Zeit. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, dass wir darauf aufbauen können. Okay, alles klar, danke schön. Tamara, ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, super.